Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier von, ja, wer diese Blumen hier sieht, weiß, wo ich bin. Heute mal wieder an der Achtuba, hier an dem Tümpel, hier am 4-Meter-Loch und hier ballern wir mal wieder die Köder rein und testen den Büffelfisch. Ja, wieder einmal Büffelfisch, tatsächlich nochmal. Ich bin noch ein wenig auf der Suche nach einem schwarzen Büffelfisch. Das wäre jetzt nicht so verkehrt. Jetzt bimmelt es da gerade schon so halb los. Ich habe gerade frisch ausgeworfen. Und ja, wie man hier sieht, der rote Krill, Krabbe. Ich wollte noch mal reinschauen und gucken, ob es sich lohnt, eher die dickeren Boilies zu nehmen. Und ja, ich werde jetzt hier noch mal die etwas dickeren nehmen. Das heißt, wir bauen mal jetzt hier die dritte Rute komplett zusammen. Die anderen beiden habe ich jetzt gerade im Dunkeln schon zusammengebaut und reingeschmissen. Ich habe noch nichts gefangen. Der Kescher ist leer, also frisch hierhin auf 126, 133. Wie gesagt, hier das 4-Meter-Loch ist das Ziel. Das heißt, da in die Richtung ballern wir gleich den nächsten Köder raus. Und wir bauen uns die ganz klassische Haarmontage zusammen. Mit der klassischen Haarmontage sollte jeder, der gerade an dem Gewässer hier angekommen ist, auch klarkommen. Ich mache da jetzt auch nicht irgendwie großartig was Besonderes dran. Klassische Haarmontage auf der Karpfenrute. Einser Haken da drauf und dann kombinieren wir hier einen Pellet und einen sinkenden Boily. Und zwar nehmen wir hier einmal Krill. Und dann nehmen wir tatsächlich auch wieder die großen. Und dann nehmen wir hier noch die Krabbe, und zwar die auflösende. Ich habe einmal hier die kleine auch mit dran. Ich mache jetzt aber hier ruhig nochmal groß den Dip. Dann nehmen wir auch den Krill-Dip. Und auch noch eine wunderbare Mische mit, auch wieder mit Krill, die Büffelmische. Gucken wir nochmal rein, da sieht man es nochmal so ein bisschen. Sonnenblumenkerne, Krabbenfeed, Vierer. Ich hatte gerade nochmal nachgekauft, ich hatte mir nochmal 12er roten Krillfeed, glaube ich, war es geholt. Kann man bestimmt auch machen. Jetzt sind es die eher fein und klein. Da haben wir auch schon Biss und hier wird natürlich geklippt, denn wir wollen einen Futterspot anlegen, einen Futterteppich. So, ich habe ungefähr noch 20 von den PVA-Netzen und deswegen gucken wir mal, was geht. Erster Fisch. Ich bin sehr gespannt. Geht ein bisschen in die Bremse, aber die ist auch noch nicht wirklich hoch eingestellt. So. Ja, und der schwarze schwarze Büffelfisch, der wäre es natürlich noch, ne? Schwarzer Büffelfisch. Zack. Den schön. So. Den werfe ich hier nochmal neu aus. Da bin ich ziemlich weit rechts rüber gelandet. Genau. Den werfen wir nochmal neu. Äußerst selten, ne? Der schwarze Büffelfisch. Äußerst selten. Viel zu weit wieder. Ach, und auch noch. Und auch noch Mische verloren. So. Zack, reicht es. 4 Meter tief. Jawohl. Genau im Loch drin. Die Schnur geht schön steil runter. Ja. Und rausziehen die Brocken. Ja, was kann hier noch mit reingehen? Wir haben es schon gerade gesehen. Es gibt einiges an Beifang. Der Urflitzer war wieder so gut und sagte, Alten, es lübt wieder hier an der Stelle. Der testet das und ich gucke gerade mal so rein in seinen Kescher. Er hat sich hier Schuppenkarpfen rausgezogen. Mehrere, sogar eine Schuppenkarpfen-Trophy hat er hier rausgezogen.
Ein paar Wildkarpfen, weiße Amure sind reingerasselt. Und einige Büffelfische. Giebel-Trophy auch noch dabei. Allerdings viele, viele Büffelfische. Allerdings auch kein Schwarzer. Der schwarze Büffelfisch. Das wäre doch was. War das gestern? Gestern im Chat? Vorgestern im Chat? Hieß es noch, ja, nur einen 9 Kilo Büffelfisch gefangen? Das wäre schon richtig gut. 9 Kilo fände ich schon top. Die schwarzen Büffelfische. Die Rekorde insgesamt liegen. Da ist er. Bei 23, okay. Ja. Also, sollte das Ding hier reinrasseln, das wäre natürlich mega. Ich bin sehr gespannt, geht da was oder nicht. Gucken wir einfach mal, was jetzt hier gleich so bimmelt. Wie gesagt, ich stehe jetzt hier ganz frisch und werde mir das jetzt eher erstmal eine Zeit lang angucken. Ich hoffe, hier geht ein bisschen was raus. Wenn hier was passiert, schalten wir wieder ein. Bis gleich. Nee, nee. Da bin ich jetzt gerade schon kurz davor, hier einzupacken. Da ballert hier doch noch der olle Büffelfisch rein, oder was? Alter Falter. Alter Falter. Also, bisher muss ich sagen, noch nicht so, noch nicht so der Burner. Allerdings ist es, naja gut, es ist auch noch nicht so wirklich lang. Ich stehe ja noch nicht wirklich lang hier. Und habe dann vielleicht doch schon ein bisschen mehr gehofft, was da abgeht. Kurzer Blick. Ein kleiner Büffelfisch, jetzt immerhin mal einer mit 7 Kilo. Davor war noch ein Wildkarpfen. Zwei kleine Schuppis und ein Giebel. Bisher alles zumindest maßige Fische. Alle Fische, die so einigermaßen eben auch Kohle bringen. Aber die Frequenz ist schon doch eher mau. Oder bimmelst du jetzt gleich wieder los? Vielleicht lag es auch einfach daran, dass noch nicht genug Futtermische drin war im See. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen anfüttern sollen. Ich meine, das ist jetzt mit mittlerweile, ja, 6. Mal oder sowas auswerfen. Sollte das doch jetzt so langsam sich erledigt haben. Zack, da schießt er runter. Geht nicht in die Bremse. Na. Auch wieder was Kleines. Ich habe hier die ersten Bisse, übrigens auch den Giebel, auf der kleinsten. Den schmeiß mal wieder rein. Auf der kleinsten Kombination 14er Pellet und 15er Boily drauf. Ich wechsle den nochmal in. Haben wir nicht noch einen normalen Krill? Guck mal hier, Süßwasser 18 Krill. Geht doch auch. Ganz normaler Krillboilie, ballern wir jetzt mal rein. So. Absinken lassen. Ja. Ein bisschen gucke ich mir das Spielchen noch an. Tja, und wenn alles nichts hilft und die Ruten einfach nicht zuppeln, stellt man sie einfach woanders hin und macht das Beste draus. Was war denn da jetzt? Was haben wir denn da jetzt? Also, viel zu wenig Fisch hatten wir da. Hatte ich da. Vielleicht geht es bei dir ja deutlich besser an der Stelle. Beim letzten Mal hat es auch fantastisch funktioniert. Aber mit dem heutigen Tag, heute haben wir den 20.01. Da war da nicht so wirklich viel was los. Das ist schon eher ein bisschen räudig. Und von daher probiere ich jetzt einfach mal hier eine andere Stelle.
auch mit diesen fischigen Ködern. Einfach, wie gesagt, aus der Situation das Beste machen. Man kann halt nicht immer irgendwo was fangen. Vor allem auch, wenn man irgendwo die Tipps bekommt, hör mal, probier mal da aus, probier mal da aus. Heißt es noch lange nicht, dass es für einen selbst funktioniert. Weiß der Geier, warum es nicht funktioniert. Ja, nächste Möglichkeit, eigentlich für mich so eine auch ganz klassische Stelle hier an der Achtuber und auch ganz gerne beangelt, weil, also ich angel halt grundsätzlich gerne hier auf dieser kleinen Insel, wo man startet, weil man halt nicht mit dem Boot fahren muss extra. Und hier diese Stelle, dieser Bereich, auch immer wieder interessant für Wildkarpfen, für Marmorkarpfen. Und dergleichen, vielleicht sogar noch eine Aralbarbe oder so. Ich habe jetzt die gleiche Mische und die gleichen Boilies oder ähnliche Boilies hier einfach reingeschmissen. Ich hatte gerade noch mal ein bisschen rumprobiert. Bin jetzt hier auf dem Krill 18 und Krill 14 unterwegs. Komplett Krill. Und also, ach, hier zuppelt es sogar schon. Guck mal da. Hier ist jetzt, wo es gerade zuppelt, das ist die klassische Kombi, auflösende Krabben-Muschel-Boilies mit Grillpellet. Und hier habe ich dran Krabbe-Muschel-Standard mit dem Grillpellet. Und ja, das ist doch nicht schlecht, das ist zumindest ja, deutlich schneller, das Gebimmle. Hier jetzt an der Stelle, an dem Spot. Und es wandert so ein bisschen, ja, es gegen die Strömung rechts hoch. Ich bin gespannt, wie doll die Route gleich runter geht. Vielleicht ist es auch einfach nur eine olle Quappe oder sowas. Ist ja alles möglich. Sterlet wäre geil. Ob da ein Sterlet drauf geht? Relativ langsam, ne? Krass. Also was heißt relativ langsam? Ficky, fucky, Alter, richtig langsam. Was ist denn mit dir? Ganz entspannter Brocken. Schläfergrundel. Nee. Und der nächste, guck mal da. Guck mal da! Ha? Nen Sterlet verdorre ich nochmal, Alter. Geiles Ding. Fehlt mir noch als Trophy. Bürschchen, ich sag dir, wenn du nochmal doppelt so schwer wirst, ist er immer noch nicht Trophy. Aber, Sterlet, Alden. Affengeil, ey. Mega. Ich bin hier, ach so, ich habe den Clip auch noch verändert. 25 Meter Clip. Das ist ja super. Gleiches Verhalten. Wandert wieder die Strömung hoch. Nee. Wird das hier ein Sterlet-Spot oder was? Zack, jetzt geht er ab. Oha, der hat sogar ein bisschen Bock. Ach, das wäre richtig nice, ey. Sterlet habe ich schon so ewig nicht drauf geangelt. So. Das ist ja geil, ey. Ja, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. Das sieht eher nach einem Wildkarpfen aus. Aber von unten. Ja, auch ein schönes Ding. 10 Kilo Wildkarpfen. Ja, macht schon ganz gut Kohle. Den nehme ich natürlich gerne mit. Ach, da bin ich aber schon ganz froh jetzt drüber. Hat sich für mich schon gelohnt. Einfach nur, weil ich den Fisch so lange nicht mehr gesehen habe. Schönes Ding, ey. Richtig schön. Also, zwei Kombis, die schon mal funktionieren. Krill, 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 Krill. Komplett Krill. Ich habe übrigens kein PVA mehr. Oder doch noch? Muss ich gleich mal gucken. Aber könnte schon durch sein. Hier ist noch ein bisschen... PVA, Sonnenblumenkern, Krabbenfeeds. Ich mische das nochmal zusammen gleich oder fülle das nochmal ein. Vielleicht habe ich das noch rumliegen. Und dann bestücke ich hier die Routen wieder mit dem PVA. Krabbe, Muschel, da hat sich noch nichts getan.
Gucken wir mal, ob da noch was geht. Ansonsten ändere ich das hier auch nochmal um. Ja, ich mische jetzt nochmal ein paar Mischen. Und dann wird hier nochmal weitergeangelt. Bis gleich. Tja, Leute, so geht das. So geht das. Wenn man hier ganz normal... Wenn man hier ganz normal auf Büffelfisch angeln will, landet man über kurz oder lang bei einem Sterlet und direkt gefolgt nach dem Sterlet fängt man einfach mal eine kaspische Forelle. Unnormal. Ich würde sagen, ein ganz normaler Angeltag in Russian Fishing. Wenn es dir genauso geht, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann angeln wir demnächst gemeinsam. Alter, abgefahren, oder? Abgefahren. Büffelfisch wollte nicht so wirklich. In der Nacht auf Sterlet, ein Ding ist reingerasselt und ein schöner Wildkarpfen war ja auch noch mit dran. Richtig schönes Ding mit 10 Kilo. Tot. Danach Ende. Jetzt denke ich mir gerade allen, probier doch mal hier einfach auf Jig vor Langeweile. Vielleicht geht ja hier ein Rapfen rein oder sowas. Ich habe einen silbernen Hunter dran gemacht. Ja, das erste, was hier gerade reinrasselt. Auch schon lange nicht mehr gefangen. Eine kaspische Forelle. Also wenn ich davon noch ein paar fange, gerne auch in der Gewichtsklasse, muss nicht schon wieder Trophy sein. Gerne, bringt Sattkohle das Ding. Aber auch Rapfen würde ich gerne noch fangen hier. Deswegen probiere ich es gerade mit so einem silbrigen Köder. Dass er so ein bisschen aggressiv vielleicht irgendwie durchblinkert. Schön beim Sonnenschein. Gucken wir mal, was geht. Da war ich jetzt schon natürlich direkt wieder überrascht. Also schön eine Überraschung nach der anderen heute. Hier ist er. Der Hunter 10012. Vielleicht ziehen wir einfach mal durch. Einfach mal durchziehen. Relativ schnell. Abgefahren, oder? Also wirklich abgefahren heute. Aber so ein wildes Angeln, ich glaube, das kennt jeder von euch. Mal funktioniert's nicht. Oftmals funktioniert es nicht, aber letzten Endes, ihr seht, auch mir geht das so. Ist natürlich immer schön, wenn man hier irgendwelche Spots zeigen kann, die dann funktionieren. Aber ich würde sagen, 80% des Angelns sieht dann auch einfach mal so aus. Aber auch da wieder einfach was Neues draus machen. Ne? Man guckt sich die Situation an, man guckt, wo man gerade ist. Was könnte man noch machen? Und dann gib ihm. Ich würde jetzt zum Beispiel auch mit den Grundrouten wäre jetzt für mich der nächste Schritt, eine Route demnächst noch rauszuwerfen. Dann aber in der nächsten Nacht kommt dann eine raus, nur mit dem Tauwurm. Da einfach nochmal testen, ob es auf dem nackten Tauwurm irgendwie noch gut funktioniert. Mal in die Richtung hier. Zack, und dann gegen die Strömung jiggen. Ich mache mal relativ schnell, sogar auf eine 40. Sehr hohe Einholgeschwindigkeit. Wobei der sinkt langsam runter, ne? Wegen der Strömung, aber es geht. Ja. Ja, wild. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild. Aber auch hier, ich ziehe noch ein bisschen durch. Wäre nicht schlecht, wenn da was reinrasselt. Aber so wie es sich anfühlt, war das einfach mal wieder ein Lucky Fish. Genau wie das Sterlettchen mit 6 Kilo. Wahnsinn. Kleine kaspische Forelle. Ganz, ganz abgefahren. Weiter geht's. Bis gleich. Ja, und tatsächlich, gesagt, getan, Tauwurm draufgeschmissen. Und der gute Allround-Köder löst hier auch wieder was aus. Einen winzigen Wildkarpfen, ihr Lieben, schmeiße ich wieder rein. Ja, ich würde sagen,
durchwachsener Tag. Ich bleibe hier doch noch ein bisschen stehen. Wilde Fische. Gucken wir mal eben, was das Ganze hier gebracht hat. Ganz, ganz wildes, verrücktes Angeln heute. Kann aber nur besser werden. Route lasse ich da, geht ja gleich weiter. Ach, Tuba, ach, Tuba, ach, Tuba. Nee. Ich könnte mal wieder schleppen gehen an der Achtuba. War ich schon lange nicht mehr. Guck mal hier, Büffelfisch ab 3 Kilo. Das ist doch nett. 22 Silber schon mal im Sack. Das ist doch nett. Und der Rest... Okay. Dafür, dass das so eine Reudi... Okay. Ist natürlich auch geil, ne? Mit so einer kaspischen Forelle mal eben. Lucky 6 Kilo kaspische Forelle für 80 Silber. Sterlet 50 Silber. 20 ungefähr hier. 10, 7, 6. Ja. 250 Silber. Gerade noch den Büffelfisch verkauft für 20. 250 Silber. Mit so einer räudigen Ausbeute. Dennoch. Geile Fische. Und ich werde hier gleich noch ein bisschen rumspinnen. Ich werde noch ein bisschen testen hier in der Nacht auf Sterlet. Da geht bestimmt noch ein bisschen was. Ja, ihr Lieben, auch so kann es aussehen oder so sieht es aus. Auch im hochleveligen Bereich kann es mal immer wieder so aussehen. Das Schöne ist, im hochleveligen Bereich kann man das halt alles irgendwie kompensieren. Man geht nicht zu einem Spot und sagt, hier geht nichts, verdammt nochmal, ich kann den ganzen Tag nicht mehr angeln. Nee, neuen Spot ausprobieren, neue Situation, einfach rumprobieren, nebenbei halt Spinning und schon kriegt man irgendwie auch da seine Kohlen zusammen und hat auf jeden Fall jede Menge Spaß dabei. Petri, ihr Lieben, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Wir sehen uns das nächste Mal hier auf YouTube oder im Livestream auf Twitch. Feierabend TV auf Twitch, montags, mittwochs und freitags wird da geangelt. Bis dahin, tschüss.